Bilder wie aus einem Albtraum. Doch diese Aufnahmen sind real. Aufgenommen von Augenzeugen in einem Skigebiet im Norden Chinas. Ein 8-jähriger Junge sitzt in einem Sessellift, gerät plötzlich aus der Halterung. Neben ihm sitzt sein Skilehrer. Der reagiert geistesgegenwärtig, kann den Jungen gerade noch greifen. Doch wenige Meter später passiert das Unglück. Der 8-jährige rutscht dem Mann aus der Hand, landet nach einem tiefen Sturz in dem verschneiten Gelände unterhalb des Liftes. Das Kind kommt wenig später in ein Krankenhaus. Kurz darauf können alle wenigstens ein wenig aufatmen. Der Junge ist zwar verletzt, mit mehreren Prellungen kann das Krankenhaus bald wieder verlassen und kehrt sogar ins Skigebiet zurück, um sich dort von seinen Verletzungen und diesem Schreck zu erholen.